Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Ja, letzte Folge haben wir zum einen dieses Projekt gestartet, zum anderen natürlich durch sehr spannende, aufregende Art und Weise Astera erreicht, also die neue Welt. Und jetzt würde ich sagen, folgen wir mal dem Anführer des Feldteams. Ich bin dabei. Und zwar zur Kantine. Hier. Hier drüben. Nett. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Hey, Exo! Hey, du! Hey! Oh. Ich wusste, du schaffst das. Oh! Die Ratssitzung. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Oh. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört! Jetzt wird's interessant! Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! Meister der zweiten Flotte, oh. An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, no. Wegtreten. Ei, ei. Das werden wir. Das kriegen wir schon hin. Und du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir diesen Jagras-Problem mal genau unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Ja, dann zeig mal. Ah, das hier? Das ist mein Raum? Cool. Geh in deinen Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Ja, klar. Yay, ich hab meinen eigenen Raum. Jetzt bin ich nicht mehr obdachlos. Oh, wow. Ist aber stylisch groß, ne?
Oh. Die Klänge. Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Die Truhe da? Ja, dann wollen wir mal, ne? Ausrüstung ändern. So, die 14 Jägerwaffen. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schild und Schwert sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine Waffe, eine der Waffen und ziehe mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushalter in deinem Raum sprichst. Dort kannst du beliebig lange mit deiner gewählten Waffe üben. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Achso, Rüstung. Dein 5-teiliger Schutz. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfähigkeiten, Fertigkeiten, die dir die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit L2 und R2 kannst du dir die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern, um schnell zwischen deinen Lieblingskombinationen zu wechseln. Okay. Möchtest du das Tutorial verlassen? Ja. Okay. Leder- und Kettenkram. Naja, genau. Warte mal, ich kann... Achso, Sets verwalten, Set 1 speichern. Zack. So zum Beispiel. Ah, okay. Was haben wir denn noch? Also ich habe durch Schild und Schwert, Eisenkatana, Schmetter. Ich schätze mal, dass die ziemlich schnell sein werden. Ja, Schild und Schwert. Proto-Eisenachse. Lanze. Ja. Ich rüste mal das Katana aus. Ne? Wenn schon, denn schon. Ein Katana. So. Ein Katana. Genau. So, rede mit den Wildexperten in der Kantine. Wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Okay. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Okay, Haushälter. Ich weiß, es sieht aus wie schnell für einen Jäger zusammengeschustert, aber das stimmt nicht. Bei meiner Pfote. Hier ist alles, was der Miauster braucht. Auch süß. Statt Meister Miauster. Du hast deine ganz eigene Ausrüstungstruhe für dich zum Verwalten und Wechseln deiner Sachen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dich vor allen, vor anderen umzuziehen. Du bist nämlich du hast nämlich Mitbewohner. Das hätte ich nicht gesagt. Das hätte ich nicht gesagt. Nein.
Hier hast du auch einen Bereich zum Verwalten deines Palikos. Neben dir, neben deinem Bett. Praktisch, oder? Ach, eins noch. Wenn du Zugang zum Trainingsbereich brauchst, sag mir einfach Bescheid. Ich greife dir jederzeit unter die Pfoten. Ich helfe immer schnurrstracks. Was braucht der Miauster denn? Ja. Ich wollte nur mal gucken. Ne? Und hier Exo mit seinem Miauch. Was? Miauchen, Miauster. Wusstest du, dass du in der Schmiedeausrüstung für mich herstellen kannst? Okay. Ausrüstung. Okay, Eiche, das. Interessant. Interessant. Ja. Finde ich nett. Finde ich sehr nett. So, dann wollen wir mal. Jagdkiss. Kameraeinstellung. Mhm. Jetzt hast du also Zugang zum Ausrüstungsladen und zur Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geh zu deiner Wildexpertin in die Kantine, um dich für eine Quest zu melden. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! Warte. Ich will gucken. Ich will mich hier zuerst mal umgucken. Das ist mein Raum nämlich hier. So. Du bist ja der... dem Aufzug Schmiede. Ich will mal gucken. Finde ich schon, ne? Hi. Schön, schön. Hier, bitte, Neuling. Mit einer so um dich geschlungenen Waffe siehst du schon eher aus wie ein Jäger. Das hier ist das Ausrüstung, ist der Ausrüstungsladen. Wir handeln mit einsatzbereiten Waffen und Rüstungen. Wenn du so schnell wie möglich eine Waffe benötigst, aber keine Zeit hast, um Materialien zu sammeln, können wir helfen. Hey! Ja, ja, immer mit der Ruhe. Gott. Ich muss mich doch mal erstmal hier umgucken. Junge Dame. Ne? So, Wasserfabrike, Kantine, Handelshof. Ich glaube, Handelshof war unten ja auch noch was. Hier bei dem hier hinten. Naja, genau. Weil ich will immer schön alles mal mitnehmen. Hey, Kommandant. Ich muss über etwas Wichtiges mit dir reden. Die Kommission ist besonders, anders als deine bisherigen Verpflichtungen, vermute ich mal. Es geht nicht darum, Drachenältesten zu jagen oder für den Schaden zu bestrafen, den sie verursachen. Die Kommission will deren Stellung innerhalb der Natur verstehen und unsere. Darum geht's. Hey! Ja, Schnauze, Wildexpertin. Die Drachenältesten sind die Natur. Sie zu bestrafen ist so zwecklos wie vor ihr davonzulaufen. Das nenne ich eine Jagd. Aber die Natur verstehen. Nun, das können wir schaffen. Wir werden echte Herausforderungen erleben. Die beste Vorgehensweise wird nicht immer die nicht immer klar sein. Was die Welt braucht, ist aber bevor du Leben nimmst oder verteidigst, musst du es verstehen. Das macht dich zum Jäger. Ja,
okay. So, wen haben wir da oben? Versorgungslager. Moin. Oh, schicke Waffe, Kumpel. Dann ist es jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wir haben so ziemlich... Schnauze! Wildexperte. Wir haben so ziemlich alles, was du brauchst. Sollten dir mal was ausgehen, bin ich dein Mann. Ich würde zwar gern deinen ganzen Zenny kassieren, aber am besten sammelst du so viel wie möglich selbst. Hey, habe ich überhaupt Zenny? Ja, Tatsache. Okay, ein bisschen habe ich sogar. Ja, dann... war nett. Okay. Was haben wir hier hinten? Questtafel. Questtruhe. Was haben wir da oben? Achso, das sind bestimmt... Chef... Was? Chefökologe. Chefökologe. Okay, ja. Okay. Hey! Ja, Schnauze. Ich guck mich gerade noch um. Und vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass heute eine Quest möglich ist. Aber okay, warte. Damit die nicht weiter nervt. Kantine. So. Und da drüben nebenbei, ne? Kantine. Die Kantine. Durch das Essen von Mahlzeiten können Werte wie Gesundheit und Ausdauer gesteigert, sowie besondere Nahrungsfähigkeiten erhalten werden. Wähle dazu aus dem Menü die Mahlzeit aus, die du essen möchtest. Ihre Effekte werden in dem Bildschirmmitte angezeigt. Schau dir die Effekte jeder Mahlzeit gut an, um zu sehen, welche dir am besten Vorteile auf deiner nächsten Jagd verschaffen. Nahrungsfähigkeiten werden mit einer bestimmten Chance aktiviert. Verwende frische Zutaten, um diese Chance zu steigern. Maleffekte werden nicht gespeichert. Okay. Die Effekte von Mahlzeiten enden, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt. Du schließt eine Quest ab. Du kehrst von einer Quest oder Expedition zurück. Du wirst während einer Quest oder Expedition ohnmächtig. Im Lager kannst du kurze Zeit nach dem Essen einer Mahlzeit, etwa 10 Minuten, erneut essen. Nach einer Ohnmacht quasi ein Muss. Die Effekte deiner Mahlzeit werden übernommen, wenn du während einer Expedition eine Quest startest oder von einem Ort zum anderen wechselst. Tutorial verlassen. Jo. Nein! Meine Fresse, ja, hier. Questschalter, komm. Genau zur rechten Zeit. Du hast ja auch genervt. Okay, Partner. Jetzt geht's los. Die Gilde hat uns nicht grundlos zusammengebracht. Ab sofort bist du mein Jäger und ich bin deine Wildexpertin. Ich bin das Brot für deine Butter, kapiert? Ah, ja. Die erste Mission der 5. Flotte ist eine Untersuchung des Yakras-Gebietes. Dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von ihnen erlegen, um das Gebiet zu sichern. Wir können aufbrechen, sobald du dich zur Quest die Yakras des uralten Waldes gemeldet hast. Bist du bereit? Da draußen wartet eine wilde neue Welt auf voller Wunder auf uns. Ja. Okay. Quests. Alle Quests haben Ziele, um das Töten eines Monsters, um eine Quest zu starten, musst du sie zunächst annehmen. Schließe eine Mission ab, um die Geschichte voranzutreiben. Optionale Quests. Hierzu gehören auch Aufgaben, die du
für NPCs erledigst. Du wirst nach und nach weitere Voraussetzungen erfüllen und weitere Quests freischalten. Du kannst so viele optionale Quests annehmen, wie du möchtest. Untersuchungen. Diese speziellen Quests erhältst du in der Ressourcenzentrale. Sie können nicht beliebig oft abgeschlossen werden. Event-Quests. Dies sind besondere Quests, die du nur online spielen kannst. Okay. Ich nehme noch keine Quests an, bin ich ganz ehrlich. Weil, ich würde sagen, wir sind erstmal hier für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Ja, ich weiß, es ist schade, dass wir die erste Quest dann diese Woche nicht gesehen haben, aber nächste Woche starten wir direkt in die Quest die Yagras des uralten Waldes, dass wir da auch mal ein bisschen die Kampftechnik und so sehen, ne? Ja, und dann würde ich sagen, ja, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.